Willkommen zurück und guten Morgen zur Frühstücksbörse. Heute am 6. Mai und das Ganze natürlich zu gewohnter Frühstücksbörsenzeit hier bei uns. Ganz klar, Themen heute natürlich die englische Notenbank, England Leitzinsentscheidung. Zwar keine Änderung erwartet, aber schauen wir in die Details, ob es dort etwas Interessantes geben könnte. Dann haben wir natürlich auf der anderen Seite nach wie vor hier die großen Impfkampagnen, die weiterhin durchgeführt und gestartet werden. Auch da gibt es vielleicht ein paar interessante Punkte. Und nach wie vor, da können wir einen Blick hier vielleicht auch auf die Metalle wiederum werfen. Lässt sich zwar bei uns gerade nicht handeln, aber Kupferpreise ziehen weiter nach oben. Das heißt, nebst der Shortage in englischer Sprache, also neben der knappen Chip-Problematik, gestern auch im Bekannten- und Geschäftspartnerkreis die Thematik angesprochen, kam natürlich dort auch ein wenig Gegenwind in der Form, dass meine Geschäftspartner sagten, dass es schon ein wenig knapper gerade scheinbar herrscht bei Dell oder anderen Unternehmen hier Rechner zu kaufen. Heißt, man muss da eher dort in die teurere Ecke greifen aktuell, weil einfach durchaus einige Produkte hier derzeit nicht erhältlich sind. Und das Thema geht gerade erst los. Spannend zu beurteilen und das könnte natürlich weiterhin hier auch den Preisdruck ein Stück weit weiterhin treiben. Wir sehen es ja auch im Kupfer gerade, wirtschaftliche Debatte aktuell. Also die Märkte schon durch natürlich die zum einen politisch gewollten Eingriffe rund um die Covid-19-Pandemie. Hier stellen wir natürlich fest, dass ganz klar Verlagerungen auf allen Seiten stattfinden und scheinbar doch wirklich diese Chip-Knappheit, ähnlich gerade auch natürlich aufgrund der Nachfrage, ganz klar bedingt, ebenso die Kupferpreise weiterhin hier explodieren. Heißt also, wir haben hier die ein oder andere Möglichkeit natürlich, in der sich die Märkte weiterhin bewegen und dann in dem Fall hier weiterhin vielleicht auch mit größerem Druck weiter ja, auf der Long-Seite bewegen könnten. Gucken wir uns die Bond Yields an aus den Vereinigten Staaten, sehen wir derzeit hier nicht viel Frisches. Da stellen wir gerade ja eher fest, dass der Markt sich kaum weiterhin bewegt auf der oberen Seite, nachdem wir in den letzten anderthalb Tagen hier durchaus der Coupon leicht zugelegt hatte, sind wir hier wiederum ein wenig abwärts gelaufen, also ein Stück weit wiederum hier Abwärtspotenzial gesehen oder andeutend. Bedeutet natürlich hier nicht, dass der Abwärtszug hier aufgenommen wird. Im Gegenteil, gehe mal eher davon aus, dass wir wahrscheinlich hier weiter Potenzial auf der Long-Seite sehen dürften und dann also weiter hier der Coupon auf der Oberseite weiterhin funktionieren dürfte und weiter natürlich dann hier aktuell das Potenzial auf der Long-Seite dafür sprechen dürfte, dass nach wie vor weiterhin also hier der Zins nach oben gedrückt würde, der Yield genommen, der Zinse, sondern die Returns hier dann weiterhin ansteigen dürften. Gucken wir uns die Märkte im Detail an, sehen wir, dass der Euro weiterhin hier wieder zulegen kann. Da liege ich also nicht unbedingt richtig hier, dass der Dollar weitere Stärke zeigt. Das ein wenig erst einmal hier eingebremst, also leichte Schwäche weiterhin in US-Dollar. Euro-Dollar zieht hier langsam flockig jedenfalls hier nach oben. Bedeutet also natürlich auch, dass wir auf der Oberseite hier ein wenig weiteres Potenzial sehen könnten. Bedeutet dann im Umkehrschluss auch, dass natürlich hier der Markt im Euro ein wenig weiterhin nach oben ziehen könnte. Sollte das ganze Thema so weitergehen. Allerdings ein wichtiger Punkt am Freitag natürlich hier, aber die Non-Farm Payrolls. Und bevor wir zu den Non-Farm Payrolls kommen, sollten wir uns einmal kurz zurück den Rückblick hier anschauen. Und zwar gestern in den Vereinigten Staaten ja die ADP-Beschäftigungsänderung doch schwächer, und zwar durchaus schwächer, hier um einiges schwächer als die Erwartungshaltung, die erwartete Zahl hier eingetreten. Bedingt also, dass vielleicht dann doch hier weiteres Potenzial vielleicht auf der Short-Seite bestehen könnte und der Dollar vielleicht doch weitere Schwäche hier anzeigen dürfte, sollte dann jedenfalls die ADP-Beschäftigungsänderung hier zum Freitag sich dann genauso bewegen. Da hatten wir ja eine knappe Million, haben wir eine knappe Million hier, die erwartet würde. Schauen wir an, wie es hier weitergeht. Wir sehen jedenfalls, wie gesagt, dass dort durchaus einiges hier passieren könnte und durchaus einiges natürlich dann im US-Dollar für Bewegungspotenzial sorgen könnte. Was haben wir parallel dazu? Wir sehen der schwächere Dollar zum einen, plus aber auch scheinbar die Nachfrage rund um den Handelskanal hier drückt dann und hilft damit dann wiederum hier auch den Metallmärkten. Wir stellen fest, dass der Silbermarkt flockig wiederum hier nach oben sich bewegt. Also auch hier,
Man sieht die Long-Seite wiederum durchaus interessant aus. Das, was wir aktuell hier sehen, man kann jetzt aus der Kurve vielleicht nicht unbedingt viel herauslesen, vielleicht im kurzfristigeren Chart auf der anderen Seite dann schon. Das heißt, auf Tagesbasis riecht das hier schon danach, dass wir wiederum hier uns in Richtung 27 respektive 28er Marke vielleicht bewegen könnten. Aktuell jedenfalls hier die Aufwärtsbewegung. Sollte der Zug hier weiter mal einmal den Hafen verlassen oder den Bahnhof verlassen, könnte man natürlich hier durchaus schnelle weitere Preissteigerungen dann sehen und davon ausgehen vielleicht, dass hier der Silbermarkt sich weiter nach oben bewegt. Das sieht jedenfalls aktuell positiv aus und fast ja noch auf der anderen Seite, nicht einmal verrutscht, auf der anderen Seite ebenso im Goldpreis, im Goldmarkt. Der hat sich hier ein wenig versteckt. Mal kurz zurück. Jetzt ja die nächsten Wochen hier weiter mit meinem halben Setup, da das meiste schon im Container sich befindet, hier unterwegs. Heißt also, Gold zieht auch weiter auf der oberen Seite. Wir nagen so ungefähr an der 1800er Marke gerade und das Aufwärtspotenzial hier sieht weiter gut aus. Das heißt, wir sehen hier durchaus nach wie vor, dass weiteres Potenzial hier eintreten dürfte und natürlich dann der Goldmarkt sich weiter nach oben bewegen könnte, mit durchaus der Möglichkeit, vielleicht dann hier auch weiteres Aufwärtspotenzial zu sehen. Kurzfristige Trendmarken, langfristige Trendmarken passen ja eigentlich ganz gut zusammen. Das, was wir hier sehen, so diese Dreiecksbewegung, gerade an die wir herandrücken, riecht für mich danach, dass hier alsbald der Trend nach oben aufgenommen werden könnte. Langfristige Trendlinie, das wäre vielleicht so ein bisschen auf der Tagesbasis, könnte man natürlich hier ganz oben ausmachen, ob der Markt natürlich jetzt allerdings hier mit diesem Abstand weiter sich nach oben bewegt. Wie viele Handelskerzen haben wir denn hier? 100 auf der linken Seite und dann vielleicht alsbald 100 auf der rechten Seite. Könnte ja schon dafür sprechen, dass vielleicht der Markt wiederum, wenn man den gleichen Abstand hier zum ersten Hochpunkt extrapolieren würde, dann auch weiter sich nach oben orientiert und dadurch dann vielleicht natürlich auch weiterhin hier die Aufwärtsbewegung dann vollzieht und danach natürlich dann hier mit weiterem Potenzial dann gen Norden sich bewegt und dadurch natürlich dann wiederum hier auch den steigenden Rohgoldpreis anzeigen könnte. Risikoaversion wäre vielleicht auch nochmal das, was man ja natürlich auch nochmal ansprechen könnte. Hier, wenn wir uns den Goldpreis gesondert anschauen, der Nasdaq konnte gestern sich nicht weiter bewegen, eigentlich auch ja das, was ich insofern hier weiter sehe. Das heißt, diese Gegenbewegung, diese Korrektur nach oben und jetzt der Druck nach unten könnte weiter zunehmen. Die Frage, ob das jetzt hier weiter mit Abwärtsdruck dann weiterläuft. Als nächste Kurszielebene sehe ich die 13.350, 13.340er Ebene, ein bisschen tiefer vielleicht noch und dann dürfte sich natürlich entscheiden, wie der Markt weiterhin sich verhält. Klar, wir testen oder haben gerade auch aktuell hier den Aufwärtstrend angetestet. Die Frage natürlich hier weiter, ob es dort mit neuem und weiterem Druck dann weitergeht oder ob der Markt vielleicht dann doch wiederum hier eine leichte Gegenbewegung zeigt und dann vielleicht auch in andere Richtung wiederum zurückkehrt. Aktuell sind natürlich die Tech-Werte ein wenig abgeschlagen. Wenn wir uns die Industriewerte anschauen, können wir feststellen, dass die hier klar von der aktuellen Situation profitieren können. Das heißt, der Widerstandsbereich hier, die 34.200er Marke, wurde scheinbar jetzt nach oben hin verlassen. Spricht eigentlich eher dafür, dass hier der Ausbruch weiterhin losläuft. Wäre also durchaus vielleicht auch mal ein Argument hier, mal wieder eine Long-Position zu eröffnen. Nach der Rückkehr hier am Dienstag hier in dieser Handelswoche nach unten und dem erfolgreichen Antesten könnte natürlich jetzt wirklich der Markt weiterhin sich nach oben bewegen mit der Erwartungshaltung, dass natürlich dort die weiteren Öffnungen hier wirtschaftlicherseits in Europa dafür sprechen, dass dann ebenso auch nicht nur dort, sondern natürlich auch in den Vereinigten Staaten dann die Märkte weiterhin zu einer gewissen Normalität zurückführen könnten und dafür dann sorgen könnten, dass natürlich die Märkte hier weiter Potenzial nach oben mitbringen könnten. Das wäre dann die Industriewerte. Parallel sehen wir auch, dass nicht ganz für uns unterstützend hier leider in dem Fall der Aussie wiederum ein wenig zulegen kann. Das heißt, der Australdollar gewinnt ein wenig weiter oder umgekehrt wäre vielleicht eher die Variante, nicht der Aussie gewinnt, sondern eher der US-Dollar verliert dann weiter und der Verlust des US-Dollar hier, also der Aussie auf der schwachen Seite aktuell, der US-Dollar aber dann eher noch vielleicht schwächer hier dargestellt, sorgt dafür, dass der Aussie weiterhin zulegen kann. Ich bleibe dabei, ich glaube, wir sollten uns hier ein wenig auf die Freitagsidee dort in die Non-Farm Payrolls konzentrieren und schauen, inwiefern hier der Markt
etwas Neues uns anzeigen wird und daher dann zeigt, ob vielleicht in welche Richtung hier weiteres Potenzial gesehen werden dürfte. Das wären so die aktuellen Themen. Dann sehen wir natürlich dazu, parallel dazu habe ich gerade noch eine kleine Position wieder eröffnet, dann doch im Pfunde Schweizer. Die beäugen wir natürlich hier ziemlich klar, bevor wir uns dann nachher weiter dann zusammensetzen zur englischen Notenbank, also diejenigen, die dabei sein wollen, Webinar zu finden auf unserer Webseite, die Notenbank-Sitzung der Engländer hier. Das heißt, der Markt fängt doch wiederum an, sich so leicht abwärts zu bewegen. Und das heißt, dass dieser Abwärtstrend vielleicht dann doch weiterläuft und wir wiederum hier weiteres Potenzial auf der Short-Seite sehen und dieses Potenzial auf der Short-Seite natürlich dazu führen könnte, dass vielleicht dann weiterhin die Abwärtsbewegung hier fortschreiten würde. Die eine Möglichkeit, jetzt reinzugehen, wie ich es aktuell gemacht habe, ein Stück weit vielleicht frühzeitig oder eben natürlich dann weiter abzuwarten mit der anderen Order, die werde ich nachher auch hier posten bei uns im Telegram-Kanal, sodass wir natürlich hier mal wieder eine neue Trading-Möglichkeit vielleicht sehen könnten. Hieße dann Verkauf unterhalb des Hochpunktes, also der Bruch der 1,26er Ebene, den wir dann hier nutzen könnten, um vielleicht den Markt auf Short-Seite hier handeln zu wollen. Das genau erst einmal so hier der Ausblick für den jetzigen Handelstag und für die nächsten Handelsstunden. Nachrichtentechnisch haben wir, glaube ich, uns jetzt hier mit dem Neuesten gerade vertraut gemacht. Vielleicht mal ein Blick auf den Ölmarkt, der zieht langsam leicht nach oben. Also auch hier Aufwärtsdruck. Der schwache Dollar, wie ich es gerade eben schon gesagt hatte, hier kann genutzt werden vom kanadischen Dollar. Das heißt also, hier zieht der Markt scheinbar doch weiter, eine Etage tiefer. Und das dürfte natürlich dann hier auch, sollte der Zug weitergehen, auf Wochenebene dafür sprechen, dass wir durchaus weitere Verlusteebenen hier sehen könnten. Hieße dann alsbald vielleicht sogar ein Antesten der 1,20, 1,1980er Ebene. Also natürlich hier klar, durchaus einiges an Abwärtspotenzial hier, was dort auf dem Dollar kanadischen Markt hier gesehen werden könnte. Robert fragt noch, was mit dem Dollar gegenüber dem Yen ist, ob da eine Short-Möglichkeit hier eingesetzt werden könnte. Könnte man theoretisch machen. Ja, sieht es nicht unbedingt allzu schlecht aus. Schwacher Dollar, Short-Positionen vielleicht ja. Wochenchart deutet immer noch auf Long hin. Und zwar ganz klar auch auf den Monatschart sehe ich das eher als Korrektur und sehe eher, dass der Monat hier für einen stärkeren Dollar sich aussprechen könnte. Das heißt, ich wäre dort vorsichtig aktuell noch mit weiteren Gegenpositionen hier. Das ist aktuell nicht genau das, was eigentlich Sinn macht, sondern hier laut dem langfristigen Chart wäre Dollar Yen weiterhin auf der Long-Seite zu handeln. Im Wochenchart theoretisch eigentlich auch. Rein im Tageschart sieht es so ein bisschen aus, als wenn der Markt sich hält, aber ich bin da nicht so richtig dabei. Robert fragt dann weiter oder sagt weiter noch, der ist noch nicht gefallen. Stimmt, gefallen ist er noch nicht, aber ich weiß noch nicht, ob er wirklich weiter entfällt oder ob das nicht nur so eine kleine Nebelkerze in Anführungsstrichen hier gerade sein könnte, die dann vielleicht am Freitag doch dazu führt, dass wir weiterhin einen Dollar Stärke sehen. Also gemischte Gefühle definitiv hier bei mir. Gemischte Gefühle vor allen Dingen, wenn wir uns hier die Märkte gerade angucken, mit so richtigen Uneins-Handelsideen, nicht so richtig prickelnd alles, noch nicht so richtig Klarheit, jedenfalls, die wir hier gerade feststellen, respektive die ich hier gerade so sehen kann. Deswegen würde ich mich da eher ein bisschen zurückhalten. In diesem Sinne, das also meine ersten Ideen. Wir gucken nachher im Pfund, wo die Reise hingeht, wenn wir uns die englische Notenbank-Sitzung anschauen. Da könnte man natürlich argumentieren, dass hier diese leichte steigende Dreiecksbewegung auf Tagesbasis passt. Die würde nämlich auch passen, natürlich, wenn wir uns das Ganze kurzfristig im Vierstünder anschauen. Da wären wir nämlich schon hier am Ausbruchspunkt dabei. Das heißt, da sind wir gerade dabei, nach oben hin hier uns zu bewegen. Hieße also, wer jetzt im Pfund long sein möchte, da wäre eine Möglichkeit, den Einstieg jetzt nutzen zu können, und zwar den Bruch nach oben oder den Durchbruch der 1,39er Marke könnte dann hier Potenzial freisetzen, natürlich bis zu 1,3980. Parallel auf der anderen Seite hätte man auch noch die gleiche Variante. Wahrscheinlich meine Handelstendenz nachher auch genauso gestrickt, dass wir uns hier Orders legen, dass wir uns Orders auf beiden Seiten legen. Long dort nach oben mit durchaus Aufwärtspotenzial, Short dort nach unten mit Abwärtspotenzial und der eventuellen Möglichkeit, dass wir vielleicht hier die ein oder andere schnelle Bewegung sehen und diese schnelle Bewegung natürlich dann hier vielleicht einfach mit ein wenig Druck dort mitnehmen können. Das wäre jedenfalls die Erwartungshaltung, die ich hier so sehe, wenn ich mir den Pfundepreis gerade so in dem Fall anschaue. Das sind meine Gedanken. Fragen von Ihnen sehe ich gerade keine. Erstmal weiter viel Erfolg für Sie im Handel. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.